Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben jetzt ein Tutorial für euch. Und zwar wollen wir euch mal zeigen, wie es so abgeht in der Star Citizen Alpha 2.4. Wir sind jetzt in Crusader aufgewacht, haben diesmal keine Facecam dabei, damit ihr das Ganze HUD sehen könnt, damit ihr auch alles sehen könnt und nicht uns im Bild haben müsst dafür. Aber wir sind zu zweit und gehen das jetzt mal durch. Hallo, Wiesen. Guten Morgen, bin auch gerade aufgestanden, sogar in einer sehr, sehr sauberen Schlafkajüte, sage ich jetzt mal, mit Schlafcontainer. Wir sind in Crusader, dem kleinen Mini-MMO, der Testumgebung für die Alpha-Backer. Ist wohl Alpha sagt man gar nicht mehr, ne? Also Alpha-Backer, aber egal. Wir sehen hier schon im HUD von meinem Helm, ich trage nämlich schon den EVA-Suit, sehe ich schon da oben so kleine Missionsupdates. Oh, jetzt kommt eine Warnung rein. Das war Crusader Security, die mit uns sprechen. Wir sehen oben schon die Missionsupdates im AR, Augmented Reality heißt es, und da oben zwei wichtige Symbole. Einmal, dass wir in der Funküberwachung sind von den Comrades, im überwachten Raum sozusagen, und einmal, dass es eine waffenfreie Zone ist, deswegen da oben die Kugel und unten sogar unser kleiner Health-Monitor. Ebenfalls ganz wichtig hier in der Kajüte ist jetzt dieser kleine Spind. Benutze ihn einmal, da ist der Use-Button, ich drücke jetzt F. Geht die Tür auf und wenn ich jetzt nach draußen schaue, sieht man, dass ich jetzt zivile Kleidung trage, aber ich fühle mich wohler in meiner Marine-Rüstung. Ja, ich gehe mal raus, da steht das Sawyer schon. Wir sind hier im AZ-Hab, das ist so, hey, das ist ja, der Schlafbereich, wo die Leute leben, wo sie aufwachen, wo man später wahrscheinlich auch safen wird, denke ich mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde genommen sind das so kleine japanische Flughafen-Übernachtungsräume. Sowas gibt es in Japan tatsächlich jetzt schon. Sehr, sehr cool. Ja, von hier aus kann man dann wirklich tatsächlich, also mal abgesehen von den Toiletten und den paar Automaten, die hier stehen, können wir dann ein Stück laufen. Es gibt hier zwei Laufmodi im Endeffekt. WASD sind die ganz normalen Lauftasten. Die kennt man aus jedem First-Person-Shooter. Lauf doch mal ein Stückchen, Wiesen. Einfach mal so einmal paradieren den Gang hoch und runter. Freeze, genau. Monster Freeze, aber jetzt geht's wieder. Genau. Jetzt. So, super. Das ist das normale Tempo. Das ist sozusagen, damit fängt man an. Und wenn man dann die Taste V drückt, dann kann man eben etwas gemächlicher gehen. Ich finde das immer sehr viel schöner, so rollenspielerisch, dass man eben etwas gemächlicher durch die Gegend läuft und nicht durch die Gegend sprintet, als wäre man die ganze Zeit auf der Flucht. Was wir hier haben, ist die kleine Recreation Area. Was ich sehr geil daran finde, ist das Detail des Vitamin D Screens. Da man ja im Weltraum ansonsten so abgeschottet ist vor der Strahlung, dass man kein Sonnenlicht mehr abkriegen kann, kann man sich hier vorstellen, etwas bräunen und den Körper Vitamin D regenerieren lassen. Ja, und von hier aus gebe ich mal an Wiesen weiter, denn jetzt geht es ja ums Mobiglas, denn hier kann man sehr schön sich die ersten Missionen raussuchen. Genau, ich drücke jetzt mal F1 und da geht mein Mobiglas auf. Das ist mein Missionsplaner sozusagen. Später sind noch weitere Funktionen hier angebunden. Auch in Crash, wenn man später das Schiff repariert, braucht man es. Man wird es immer wieder brauchen. Port Modification System wird hier angeschlossen. Aber ich gehe jetzt mal auf den Mission Scheduler oder auf diesen MG Scheduler. Schedule. So, ich gehe mal auf, Linksklick und sehe hier einen frischen Server mit zig Missionen. Die Repair Arrays, diese Com Arrays, die die Funkreichweite oder die Funkabdeckung machen, die Bewachung gewährleisten. Das sind Missionen, die kann ich annehmen. Ich mache es jetzt einfach mal alle frischen Com Arrays. Und hier unten sieht man, Security Guard Post ist sogar schon eine fortgeschrittene Mission, die man später freischalten kann. Wenn ich jetzt wieder F1 drücke, dann schließt sich das Ganze wieder. Bei den Jobs sehe ich hier unten auch den Reward von 1000 Alpha UECs der aktuellen Währung. Das wäre die Belohnung für eine abgeschlossene Comrade-Mission. Ich drücke F1 und schließe wieder das Mobiglas. So, wir haben eine Mission oder mehrere Missionen angenommen und wollen natürlich jetzt ein Schiff holen. Und dafür verlassen wir wieder das Habitat oder den Schlafbereich und gehen runter in die Lobby. Du solltest jetzt im HUD auch schon die ganzen Anzeigen von den Missionen haben, ne? Ja, die schwirren jetzt schon überall um mich herum. Sieht man hier Restore Uplink überall im Raum. Das sind quasi über die Augmented Reality angezeigte Missionsziele. Hier haben wir die Lobby, wo wir die Bildschirme haben, um Schiffe zu ordern. Und in der Mitte, denke ich mal, ist die Holoprojektion von Crusader, um die Port Olisar kreist. Und seine Monde. Und seine Monde, ja. Da sind sie. Zwillingsmonde, ne? Gibt es da auch sogar. Genau. So, ich gehe mal ran, drücke F, die Use-Taste wieder.
und bekomme die Schiffsauswahl. Ich nehme jetzt natürlich die Super Hornet, wer mich kennt. Man sieht hier unten auch schon Prop Life Insurance angezeigt. Wenn ich jetzt das Schiff verliere, wird es so sein, dass ich jetzt hier unter Umständen entweder Wartezeiten in Kauf nehmen muss, um das Schiff wiederzuholen, oder Geld bezahlen muss. Ich drücke jetzt mit der linken Maustaste auf Request Ship und warte auf die nette Dame. So. Landing Pad A07. Ich drücke wieder F und bin frei. Ich schaue jetzt hier auf die Anzeigen und sehe hier oben, das ist Alpha, das ist Orange hier oder Gelb, das ist das Terminal Alpha. Und jetzt suchen wir A07. Wir sehen es aber auch angezeigt in der Augmented Reality. Wir stehen nebeneinander. Genau, ich laufe hinter dir her. Meine Saber ist direkt daneben geparkt. Ja, also orientiert euch oben nach den Schildern hier. Es gibt aktuell zwei Terminals verfügbar, Alpha und Bravo. Es wird dann erweitert auf Alpha, Bravo, Charlie und Delta. So, und jetzt, wenn man nicht wie Weasen vorher schon in der Kajüte sozusagen seinen Anzug angezogen hat, dann ist jetzt der richtige Moment spätestens, denn wir wollen jetzt durch die Schleuse und ihr seht, ich bin in Zivilklamotten. Jetzt trage ich gleich einen EVA-Suit. Das ist hier einer von den klassischen, der Einsteiger-EVA-Suit ohne Rüstungsschutz. Weasen hat ja schon eine richtige Panzerung an. Ich habe hier noch den Anfänger EVA Anzug. Und hier seht ihr auch das Warnungsschild, ja, Danger, Spacesuit required. Denn hier betreten wir jetzt gleich die Druckschleuse. Und wenn man hier ohne Spacesuit reingeht, dann wird man das nicht lange durchhalten. Also sprich, man stirbt dann tatsächlich direkt noch in der Luftschleuse. Ich schalte jetzt auch mal einmal in die Außenperspektive mit F4. Da sehen wir dann, haben wir die Möglichkeit, in der Third-Person-Perspektive das zu sehen. Und es sieht auch schon sehr eindrucksvoll aus hier beim Druckausgleich. So, da sind wir schon. Jetzt sind wir im Gang drin. Ich schalte mal wieder um. Hier in dem dunklen Gang lohnt es sich auch, die Taschenlampe unter Umständen einzuschalten. Das ist T. Mit T kann ich die Taschenlampe benutzen, um in die dunklen Nischen nach Aliens zu suchen, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn mir das ganze langsame Gelatsche hier etwas zu sehr langsam ist, dann kann ich auch über Caps Lock mit WSAD rennen, also richtig rennen, sprinten. Und da steht sie schon, meine Super Hornet, auf A07. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn ich jetzt hier mal mir das Schiff einen kleinen Pre-Flight-Check machen will, dann kann ich auch mit der Steuerungstaste in die Hocke gehen. Das sieht dann so aus. Ist vielleicht auch wichtig später fürs FPS. Da sieht man schon, dass er sich dann in der Hocke vorwärts bewegt. Und wenn ich es normal drücke, legt er sich sogar auf den Boden. Und dann kann ich seitwärts crouchen beispielsweise. Rückwärts, vorwärts. Aber das soll jetzt hier noch keine große Rolle spielen am Anfang, aber zumindest, damit man es auch gesehen hat. So, Taschenlampe schalte ich mal aus. Ich schalte wieder in die First-Person-Perspektive. Viele Missionen möchte man ja auch zusammenspielen. Deswegen gibt es natürlich auch noch ein Lobby-System bzw. eine Friend-List, die finden wir unter F11 und da können wir Kontakte adden und können Party-Einladungen verschicken und Freunde einladen. Alt-GR-Unterstrich, da ist er nämlich schon, dann kriegen wir den Cursor und können hier oben ins Feld reinklicken, eintippen und auf Add drücken, dann wird der Freund geaddet. Aber Achtung, der Freund sollte dich auch in der Liste haben, damit ihr euch online sehen könnt, dass mit Einladung auch wirklich glatt funktioniert. Alt-GR Unterstrich, der Cursor ist wieder weg. F11, das Fenster ist weg. Und dann würde ich jetzt auch einmal den Chat aufmachen. Auch das kann sehr wichtig sein. Das ist nämlich F12. Laden, da ist er schon, der Chat, gerade leer. Der ist sehr, sehr praktisch, sehr wichtig, gerade wenn man jetzt irgendwie in Streit gerät mit Leuten und Probleme hat. Hier kommt schon die erste Meldung rein. I go for a beer with Tessa. Das wird später nochmal erklärt. Ist immer ganz sinnvoll im Kampf oder bei Missionen es offen zu halten. Da kann ich einfach mit Enter, indem ich Enter drücke, aktiviere ich das Chatfeld. Ich schreibe rein, drücke wieder Enter und schicke ab. So, und Chat schließe ich wieder. Der Zoll langweilt sich schon ein bisschen bei meinem ganzen Geseier hier. Das sind die Emoticons sozusagen, die man im Chat auch aktivieren kann. Deshalb habe ich gedacht, ich zeige das jetzt auch gerade mal. Wenn ihr die mal wissen wollt, einfach Enter, um in den Chat reinzukommen, /help. Da stehen alle Befehle drin, die ihr sehen müsst. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal hier zum Ende, denn ich glaube, wir wollen gleich losfliegen.
Genau, wir fliegen gleich los. Nächste Folge werden wir uns natürlich hier mit diesen lustigen kleinen blauen Punkten auch beschäftigen. Wir werden uns damit beschäftigen, was man mit dem Schiff anstellen kann und die Systeme, die Schiffssysteme, was man alles wissen muss zum Starten. Aber ich werde jetzt mal einen kleinen Vorgeschmack schon mal liefern und schon mal abheben. Da ist der Use-Button wieder. Einmal F gedrückt. Aufpassen, dass man nicht erschlagen wird von der Leiter. Und da steige ich schon ein. Ja. Genau, und während der Weasen jetzt hier ins Cockpit klettert und dann mal die Super Hornet startet und losfliegt, weisen wir auf die nächsten Folgen hin. Also wir werden jetzt Stück für Stück sozusagen einmal durchgehen, was ihr fürs Gameplay wissen müsst. Alle neuen Tastaturbelegungen erklären, die für euch interessant sind. Und ansonsten freuen wir uns sehr, sehr, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Also schreibt uns in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, was ihr noch wissen wollt und worauf wir noch eingehen sollen. Liked oder disliked die Episode natürlich. Schaut euch die anderen an, die wir für euch bereit haben. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator für Star Citizen unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns ganz, ganz besonders freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und der Weasen und Sawyer verabschieden sich beide mit einem gemeinsamen 3, 2, 1 und See you on the flight deck!